Sechs Stück. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann. Ja, sogar mehr. Sieben. Torwart ist auch menschlich. Spiel aus den Online-Saisons, in dem sie den vorzeitigen Klassenerhalt schaffen können. Die Wolves gegen die Dons. Sie wollen heute den vorzeitigen Klassenerhalt schaffen. Dafür müsste ein Sieg her. Die Aufgabe ist klar. Und heute müssen sie dann zeigen, was wirklich in der Mannschaft steckt. Haben sie im Laufe der Saison zu selten gezeigt. Da kommt die Flanke. Kein Problem für den Torhüter. Klasse Aktion, Ball ist weg. Guter Vorstoß von den Wolves. Gefährlich! Der Ball ist schade. Sie holen sich hier den Ball. Ja, wird Einwurf geben. War ein bisschen knapp, sorry. Ich hab den da aber auch jetzt nicht kommen sehen. Aktion, Ballverlust. Ob ich da hinspielen wollte. Jetzt der Vorstoß. Nee, da kommt keiner dran. Vorne jetzt die Balleroberung. Klasse Ball gewinnen, vielleicht war es. Wuselig, das ist hier. Da ist der Ball jetzt weg. Ja, ganz energisch geht er da dazwischen. Der Ball wird erstmal abgeschirmt. Wow, ist ganz schön viel Tempo drin hier. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ah, ich glaube, wir müssen aber nicht sprinten. Wie gesagt, wenn wir das Tempo mitgehen, wird es hektisch. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Ach, Stepp. Reguliert. Ja. Ich wollte den Seiten ausklären. Oh. Erste Pass war für Martin. Klappt wieder super. Kommen wir zurück. Und damit ist der Ball weg. Ach, nimm den doch an. Ich verstehe. Ja, oh, wieder so weit, sorry. Ja, schön. Komm einmal raus. Jetzt die Flanke. Oh, schön. Schade. Schwacher Ball aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht ansprechen. Messi. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie... Na. Ja, das ist, weil wieder ein Rückwärts, der tippelt dann so rückwärts und während der im Vollsprint ist, da kommst du nicht hinterher. Das ist ja lange hier. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Er schießt. Klasse. Schön. In höchster Not, in allerhöchster Not. Das Ding war fast drin. Mit die Außen. Da hätten sie auf der Linie ein ganz knappes Ding. Da haben sie Glück gehabt. Das Schreien, Martin, ich hab keinen gesehen. Oho. Immer wieder diese schönen Passstaffeln. Schade. Der Pass kommt nicht an. Schade. Einwurf geben. Mal in die Mitte. Lang. Der Pucki. Der Pucki-Bot regelt das. Ja, ja, schön. Na, da ist keiner. Martin hat den. Oh, schön. Da ist die Flanke. Da können Sie den Ball erstmal. Nix, nicht so lang dahin. Oh. Mit dem Mann. Alter, der Bot da den richtigen Torwart. Oh. Nee, komplett eigentlich? Nee, nee. Die Abwehrreihe ist, glaube ich, sind alles Bots. Ja, abseits.
Da kommt der Chef nach Hause. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Und jetzt der Freistoß. Da hat er erst auf Vorteil entschieden, aber daraus wurde dann doch keiner. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt hier Reingabe. Wenn wir bei so Freischuss ja eh vorne stehen, kann man den noch mal hoch einflanken im 16er. Also ich stand jetzt ja vorne im 16er. Was macht der Torwart denn da? Na gut, wenn du siehst, dass der Spieler da hingeht, ne? Haben im Moment die Gastgeber, aber wenn du so wenig aus deiner spielerischen Dominanz machst, dann kommt halt nur ein Unentschieden raus. Ja. Der war doch schon am Ball, oder nicht? Dann Theobot. Pass kommt nicht an. Muss der Martin wieder alles selber machen. Und direkt wieder vor die Füße geknallt. Ja, wunderschön. Sie ja. Jetzt, jawohl. Schön. Schönes Tor. Jawohl. Ja, komplett hinten ist vorne. Ja, Stand jetzt wäre es geschafft, aber sie... Das war Weltklasse. Mein Gott. Was siehst du denn aus? Furchtbar sieht der aus. Ist nicht Vögelchen drin, ne? Der hat die Hecke geschnitten und hat sich in die Haare geklemmt. Aber es hat den Vorteil, man erkennt seinen Spieler sofort auf dem Platz wieder, wenn man ihn mal sucht. Also für mich trägst du Glatze, weil ich die Haare nicht erkennen kann. Das stimmt, ja. Also ich erkenne meinen Spieler eigentlich immer gleich, weil ich so einen komischen gelben Kreis über dem Kopf habe. Du musst rechnen, der Oberkorn ist ja nochmal 10 Jahre älter wie du, der braucht das dann immer ein bisschen anders. Im Schwarz-Weiß-Fernseher, was für gelbes. Was? Ich habe früher schon Pong gespielt auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher. Ja, stimmt, Pong. Aber immer nur mit diesen halben Balken und doppelter Geschwindigkeit. Ja, in meinen besten Zeiten. Wir machen weiter mit Durchgang 2. Die Doms sind zurzeit also hinten. Die Doms liegen zurück. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Schön, Gönni. Das war mal ein gefährliches Spiel. Jawohl, und jetzt Abmarsch. Pass wird abgefangen. Ja, fast. Ja, genau. Messi. So unfair. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Da wird mit viel Hass die Spielmaschine eingeräumt. Nee, die wird mit viel Frust gerade ausgeräumt. Also das. Sie holen sich hier den Ball. Schön, schade. Bitte nicht. Da ist er alleine durch. Kann doch nicht wahr sein. Wieso kommt denn der eigentlich da frei? Wo kommt denn der her? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, hoch war scheiße. Da verlieren sie den Ball. Fahnes Assistenten geht hoch. Abseits. Haha, abseits. Das war hauchdünn. Interessant.
Jetzt müssen Sie aufpassen. Hallo? Hallo? Platz zum Kontern. Da ist der Ball dann weg, da müssen Sie mehr draus machen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Die Dots über außen, vielleicht finden Sie da jetzt die Lücke. Oh, das war knapp. Läuft einfach durch alle durch. Fordert den nach außen. Der Daumen oder der Oberkorn. Jawohl. Die Wurst haben Platz auf außen. Gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Und jetzt gute Möglichkeit zum Kontern. Und jetzt ein Schuss. Ein guter Block hier. Schön. Oh mein Gott, hat Angst. Schön dazwischengegangen. Vogelnest gesagt, zieh zurück. Zieh zurück. Schön, toter Platz. Ja, könnte was werden. Ball wird abgefangen. Ja. Ich glaube, die ist immer noch am Ball. 20 Minuten zu absolvieren. Da kann er sich den Ball holen. Oh. Bin hier oben, Mann. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Bleib in der Tribüne. Ich spiele auf den Ingo. Ja, wie er so im Aufriss dann spielt. Man muss schießen. Ja, Güni. Güni hat Ausflug. Gute Aktion. Aber gut, schön. Gut gesehen. Das war wichtig. Wir gehen so langsam auf die Schlussrunde. Ist das große Ziel und dieses Ziel können Sie heute auch wirklich schaffen, weil Sie wirklich gut agieren. Das ist geschickt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Boah. Also der Theobot ist völlig von der Rolle gerade in der zweiten Hälfte. Ja, der war geil, Ami. Ach, schade. Raus, hinten raus, 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 raus. Schöner Angriff von den Wolves. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jetzt aber. Entscheidung liegt hier in der Luft bei dieser späten Ecke. Gefahr bereit. Geht überhaupt nicht richtig in den Kopfball, was soll denn das? Und zurück, hinten absichern. Hinten absichern. Ja, ja, ja. Schön! Jawohl! Lang überfällig, das Ding. Und es könnte das Tor zum Klassenerhalt sein. Damit ist das Polster noch wieder ein bisschen angewachsen. Das könnte es jetzt sein. Jetzt ist Nervenstärke gefragt. Jetzt müssen sie es über die Runden bringen. Da
Das ist der Klassenerhalt. Mit diesem Sieg ist es vollbracht. Das werden wir auch in der nächsten Saison wieder in dieser Liga erleben. Unheimlich wichtig, dass Sie heute Ihre Leistung abrufen. Das ist nicht mehr groß. Geschafft zu einem frühen Zeitpunkt. Ah, das ist ein bisschen. Der ist der Schwimmer unten in dem Auffanglash unten, der ist ausgelöst, weil die Gummidichtung vom Ablauf kaputt ist. Jetzt habe ich eine neue Dichtung bestellt, die kommt erst am Freitag. Jetzt sind wir etwas frustriert, weil wir jetzt von Hand spülen müssen. Ach. Wir. Ja, wir.